Stefan Lakenbring, Einsatzleiter der Kölner Feuerwehr. Wir befinden uns gerade auf der Bremer Straße. Hier hat es einen Brand gegeben. Vielleicht erzählen Sie uns einfach mal, wie ist es zu diesem Brand gekommen? Ja, um 15.20 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Passanten meldeten starke Rauchentwicklung und Flammenschlag oder Flammenentwicklung aus einem Gebäude in der Bremer Straße. Es wurde dann nach einer erhöhten Alarmstufe Menschenleben in Gefahr, Feuer 2, alarmiert. Der erste eintreffende Löschzug konnte sowohl die Brandbekämpfung einleiten, es handelte sich um Kellerbrand, mehrere Kellerverschläge brannten, als auch Menschenrettungen einleiten. Über die Drehleiter wurden zuerst mal 3 Personen aus der Wohnung im ersten Obergeschoss ins Freie gebracht. Die Personen hatten straßenseitig sich am Fenster aufgehalten und Rauch inhaliert. Von den 3 mussten im späteren Verlauf, nachdem sie vom Notarzt untersucht wurden, mussten 2 ins Krankenhaus gebracht werden, um auszuschließen, dass sie weitere Verletzungen haben. Im weiteren Einsatzverlauf ist dann aus darüberliegenden Wohnungen noch ein Mann von selber ins Freie, aus dem Dachgeschoss gekommen, und weitere 2 Personen wurden ebenfalls über die Drehleiter gerettet. Die Personen wurden auch untersucht, allerdings sind sie unverletzt. Wissen Sie, wie es zu diesem Brand gekommen ist? Die Ursache können wir nicht so sagen. Die wird sicherlich von der Polizei untersucht werden, von der Brandermittlung. Das Einzige, was uns bekannt ist, ist, dass es ein Keller gebrannt hat, mit einer starken Rauchentwicklung. Die Nachbargebäude sind kontrolliert worden und nicht beeinträchtigt. Und es wurden auch Sperrungen vorgenommen hier, richtig? Ja, der Verkehr wurde von der Polizei gesperrt entlang des Hansaringes, damit wir hier unsere Arbeit machen können.